Frau Wulfan, was genau ist die Wachstumskooperation Hansa-Linie und welche Ziele verfolgen Sie? Die Wachstumskooperation Hansa-Linie ist ein Zusammenschluss der 5 Landkreise Diepholz, Kloppenburg, Oldenburg, Osnabrück und Vechta. Und mit dem Ziel, die regionale Wirtschaft zu stärken. Vor welchem Hintergrund engagiert sich die Wachstumskooperation hier auf der Forum Maschinenbau? Die Wirtschaftsförderung Osnabrücker Land betreut die Kompetenzbranche Maschinen- und Anlagenbau im Rahmen der Hansa-Linie. Und daher sind wir eben auf dieser durchaus bedeutenden regionalen Messe vertreten, und um eben auch die Außendarstellung wahrzunehmen und zu sichern. Was erwartet die Besucher auf Ihrem Gemeinschaftsstand? Auf dem Gemeinschaftsstand sind über 40 Unternehmen vertreten auf gut 500 Quadratmetern. Und die komplette Bandbreite aus der Maschinen- und Anlagenbaubranche ist vertreten. Von elektrischer Antriebstechnik bis hin zu Wasserstrahlschneidetechnik, Innovationsberatung ist alles dabei. Sie sind ja erst kurz vor Ort, aber was ist Ihr erster Eindruck von der Forum Maschinenbau 2011? Es sind interessante Aussteller dabei und der Umzug in die neue Halle hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine gute Entscheidung.